Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, in welche Spieler ihr investieren könnt. Zudem zeige ich euch meine ÜV-Liste, Freunde. Wenn es euch gefällt, ihr nichts mehr verpassen wollt mit Trading, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Auch gerne ein Abo dalassen, um keine weiteren Trading-Tipps mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Ich habe heute wieder vier Spieler rausgesucht, die ihr investieren könnt. Und ja, da fangen wir von wenig Budget an zu hohem Budget. Und da fangen wir direkt mit der ersten Karte an. Das ist der gute Horta. Der kriegt auch einen Inform, also die Spieler, die ich euch zeige, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Inform bekommen. Sollten dadurch bis Mittwoch ansteigen, könnt ihr noch einkaufen. Horta kriegt ihr ungefähr für 6,50. Wer jetzt wenig Budget hat, kann sich den auf jeden Fall gönnen, sogar 5,50 hier. Der hat einen Doppelpack gemacht, der wird Man of the Match, also ich gehe mal davon stark aus, dass der ja das Ding gewinnen wird und also das ja, als Inform bekommt. Und ihr seht, den könnt ihr wahrscheinlich sogar für 500 erbieten, also nehmt euch den mit. Ich habe mir jetzt auch einmal einen für den Verein geholt, macht die gar nichts verkehrt. Theoretisch, wenn ihr faul seid, könnt ihr auch einfach hier alle rauskaufen bis 6,50. Finde ich den sehr, sehr in Ordnung, den Preis, der sollte so Richtung 800-900 easy gehen. Wir gehen direkt zur nächsten Karte, ihr seht hier noch weitere Spieler jetzt wahrscheinlich, die ich auch eingekauft habe für meine ÜV-Liste. Ja, die muss ich dann noch anbieten. Wir haben nämlich wieder einige Verkäufe am Start. Da gehen wir nämlich gleich drauf ein. Preise sind unfassbar günstig. Also wer sich heute keine ÜV-Liste baut, ja, selber schuld. Gehen wir zur nächsten Karte. Da habe ich zwei Stück in diesem Preissegment von 6K ungefähr. Wir haben Mike Maginan oder keine Ahnung, wie man den Vogel ausspricht. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall haben die 1-0 gewonnen, der hat gut gehalten und der hat das 1-0 vorbereitet. Der kostet ungefähr um die 6.500, wollte ich sagen. Relativ gut gesunken, nochmal 6-3, 5-8. Also ihr seht hier, könnt den wahrscheinlich sogar snipen. Würde ich mir auch mitnehmen. Den könnt ihr dann schon einfach 1,15 teurer anbieten. Ne, nehmt ihr mit für 6,2, sagen wir bis 6,5, würde ich sagen, kann man den mitnehmen. Und ihr bietet den schon Mitte 7.000 an, also ihr bietet den schon für 7,5 bis 7,9 würde ich ihn schon anbieten. Der wird natürlich auch bis Mittwoch anziehen, den werde ich dann auch auf meine Liste packen. Und der nächste, der auch dasselbe Prinzip hat wie Maginan, ist der gute Fake hier, auch 84er Karte. Und danach kommen wir noch zu einer Karte für die Leute im High-Bereich, weil das sind ja hier Karten, da kannst du natürlich nicht so viele kaufen. Okay, Fekir. Okay, Fekir ist schon ein bisschen, okay, Fekir ist schon dick angezogen. Fekir war angeblich auch bei 6,5. Vielleicht per Gebot reingehen, per 6,5. Hier versucht den vielleicht bis 6,5 zu bieten. Da würde ich aber eher zum Maginan tendieren, wie zu Fekir. Weil der ist jetzt schon mal deutlich teurer für 7.000. Ja, der ist, könnt ihr versuchen zu snipen, ich würde sagen bis 6,6 oder so. Ist halt jetzt schon hochgegangen auf 7.000. Der hat 2 Tore gemacht, 10,0 Bewertung, Man of the Match. Auch sehr wahrscheinlich, dass er einen Inform erhalten wird. 6,8, ja, versucht den mal für 6,6 zu erbieten oder zu snipen. Den kann man sogar eigentlich mitnehmen, der ist Stürmer. Das ist, der wäre umgeformt gewesen. Also sowas könnt ihr natürlich auch drauf achten, wenn der mit Hunter oder so drin ist, auch für 7K. Hier 6,6 nehmen wir mit. Den werde ich dann auch so für 7,9, 8,2 oder so anbieten. So, dass ich 1,5 pro Karte Gewinn mache, wenn ich diese Karte anbiete. So werde ich das machen. Wie gesagt, die sind jetzt hinter den anderen Karten, ist ja gar nicht schlimm. Und dann kommen wir noch zu einer Karte für die Leute, die Millionen Coins haben wie ich. Da würde ich den Sterling empfehlen. Auch er wurde Man of the Match. Er hat sogar 3 Tore gemacht. Und er ist mit einer der billigsten 88er, also bei ihm habt ihr wirklich null Risiko. Der kostet um die 31k. Ja, versucht den auch ein bisschen zu snipen. 30,5 kommen da eigentlich relativ oft welche rein. Hier mit Hunter, bup, bietet ihr mal mit bis 31 für einen Hunter. Kostet ja auch ein bisschen was hier, 30, nehmen wir uns mit. 30,75 zahle ich auch, ist, wegen ein paar hundert Coins machen wir da nicht rum. Wie gesagt, könnt ihr einfach direkt mitbieten, holt den. Und bis unter 31 würde ich sagen, ist okay. Ihr könnt auch 31 für den zahlen. Geht eigentlich auch fit. Dann nehmen wir den hier mal, wollte bieten, aber ja, ihr seht das hier. Kommen natürlich auch welche für 30,5 rein. Müsst schnell sein, aber solltet ihr noch einige bekommen. Man muss natürlich sagen, ihr könnt heute Abend schon teurer sein, wenn ihr das hier seht. Weil, ja, Icon Player Pick kommt Mittel, für mich relativ uninteressant. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das macht. Fake hier sogar bekommen für 6,6. Informs habe ich auch überlegt, ob ich da reingehe. Aber die sind bei 11.000. Es macht leider keinen Sinn, die zu kaufen. Für mich, ja,
kriegen wir jetzt keinen Sterling. Ja, 3-7 sollten wir trotzdem ein paar bekommen, wenn man ihn bietet. Ja, Freunde, und ich würde sagen, bevor ich euch meine UV-Liste zeige, schneide ich jetzt meine Foot Champions Rewards rein und dann gehe ich wieder in FIFA rein. So, Freunde, wie jeden Montag im Video öffnen wir natürlich hier die Foot Champions Packs. Ich habe diesmal natürlich auch die Packs am Start, die können wir diesmal auch öffnen, sonst habe ich ja immer nur die Picks geöffnet. Gucken wir mal, Neuer wäre sehr, sehr cool. Koulibaly, Alba, Rating in Ordnung. Sonst gibt es eigentlich nur Schmutz. Neuer wäre big für mein Bayern-Team. Ja. Das ist natürlich nicht so geil. Nehmen wir den 83er mit. Der geht natürlich in 86 plus irgendwann mal wieder. Komm, Neuer. Komm rein, Junge. Komm. Den haben wir nämlich schon mal gezogen. Ta. Alles unspielbar. Ich glaube, ich nehme den Ta einfach mit. Der hat den Stern am Start. Der hat das Tor gegen Dortmund geschossen. Nehmen wir mit. Komm. Grüner Link zu Ta. Neuer. Würde ich akzeptieren, EA. Die anderen zwei bis jetzt ein Quatsch. Komm. Gib mir wenigstens Koulibaly, wenn du kein Neuer gibt. Neuer, bitte. Komm, Neuer. So, die drei dicken Packs am Start. Ich werde alle drei einfach öffnen. 100er, 125er und 3er in vom Pack. Wir fangen mit dem 100er an. Gucken wir mal. Ich hoffe einfach auf zwei Walkouts. So Future Star wäre natürlich sehr cool. Gucken wir einfach mal in Form Neuer. Ja. Wer ist das? Vasquez. Ach, Asensio. Vasquez, genau. Aber Asensio ist big, ne? Kommt der Madrid-Trikot hier. Ist okay. Den geht safe für über 30 UV weg. Ja, der Rest ist Quatsch vom Pack, aber haben wir hier 25k ungefähr. Halte ich im Verein, der wird irgendwann mal über 30 wert sein. Icardi habe ich in League Opex nicht oft genug gesehen anscheinend. So, Freunde, 125er haben wir natürlich auch am Start. Komm, lass jetzt einen Future Star rausspringen aus dem Pack. Ein normaler Walkout. Spanier. Busquets, ja, nicht so geil, also das hat sich mal wieder eigentlich gar nicht gelohnt, zwei Spanier bekommen, okay, okay, das Pack ist big, sage ich nichts. Zwei Informs, ein 86er, zwei 85er, das ist auf jeden Fall stabil, so ein Sensi kostet doch was, der kostet fast so viel wie ein Asensio, der kostet wahrscheinlich 17.000, so Freunde, dann haben wir noch das 3 Inform Pack, ich mache das auch einfach auf, ich werde die nicht mehr sparen, gucken wir mal. Neuer, Alba, Koulibaly, bitte irgendwas. Es ist ein Walkout, es ist Polen, Stürmer. Ja, Lewandowski-Kaffer. Ne, Milik, ist auch okay. Es sind auch 15.000 im Moment, es sind schon mal 5k mehr wie Abstoßpreis. Okay, Inform-Pack ist das Beste, was wir wahrscheinlich gezogen haben. So, Freunde, dann zeige ich euch noch meine aktuelle UV-Liste. Fragt ihr auch immer der ein oder andere, wie die läuft. Man muss sagen, die läuft wirklich unfassbar gut, ne? Also die Preise, klar, die sind komplett runtergekracht von den ganzen UV-Karten, aber die läuft wirklich unfassbar gut, ne? Muss man wirklich sagen, gehen wir mal hier drauf ein. Gerade hier die 89er oder auch die Inform-Karten habe ich aktuell nicht mehr so viele drauf. Habe ich halt nur den Alba und den Koulibaly noch, glaube ich, ein paar Mal drauf. Ihr seht das hier, auch ein Keane zum Beispiel kostet nur noch 30.000 Münzen, habe ich hier für 34,75 verkauft. Haben wir hier Alessandrini kostet 24.000. Das sind wirklich Spottpreise. Botman kriegt ihr für 14.000 zum Beispiel. Den hier kriegt ihr für 12 oder 13. Mbabu war ein Snipe. Den habe ich für 35 gesniped, obwohl der 40 gekostet hat. Also da habe ich nur geguckt, wie der kostet und konnte den günstig snipen. Hier Achepong, Ricken, das sind Karten für die Geringverdiener. Ricken ist, wie gesagt, ich habe das jetzt schon, glaube ich, das ist jetzt das dritte Video, wo ich Ricken sage, dass er super läuft. Aber egal, wie teuer ich den reinstelle, er geht immer weg. Selbst für 16.000, den holt ihr euch für 12.000 Münzen, der geht immer weg. Salah haben wir hier noch ein paar Mal verkauft. Salah geht auch immer sehr, sehr gut. Und ja, dann gehe ich kurz die Liste durch, was ich noch drauf habe. Neuer, muss man sagen, habe ich sogar zwei schon UV weggekriegt, obwohl ich nur 5-6 Stück von dem geholt habe. Einen habe ich im Verein gespeichert. Falls ich den mal zocken möchte, dass ich einen frischen Neuer am Start. Hier seht ihr, habe ich auch zwei Sterlings schon drauf. Die habe ich natürlich schon geholt. Die Leute aus dem VIP-Bereich im Discord haben den Tipp natürlich schon früher. Sparen dadurch jetzt 1k pro Karte, was natürlich sehr, sehr stabil ist, muss man sagen. Hier haben wir noch ein paar Neuer, ein paar Darmstadt, Azpilicueta. Ihr seht das ja, ihr seht das ja, jede Karte, die ich hier anbiete. Adams finde ich sehr, sehr interessant mit einer der billigsten 7-8er. Habt ihr auch null Risiko aktuell? Ja, ihr seht das. Also, wir haben eine sehr, sehr teure Liste aktuell am Start. Der hier kostet auch leider gar nichts mehr. Muss ich auch mal wieder anpassen hier. Korea, der liegt da nur noch rum. Der geht auch gar nicht mehr weg, muss man sagen. Aber ja, immer mal wieder sollte
eine weggehen, wenn ich die anbiete bis Donnerstag. Hoffe ich zumindest mal. Auch Vidal unfassbar billig mittlerweile. Vidal kostet mittlerweile, ich glaube, 26.000, 27.000. Das sehe ich so günstig. Also, das sehe ich fast geschenkt, die ganzen Karten. Special-Karten, diesen Kostenball alle 10k gefüllt. Der Markt so tot ist, muss man wirklich sagen. Also, man kann ja auch nochmal 2K gucke ich mir nochmal kurz an. Neuer und dann zeige ich euch noch Neymar. Neuer. Also man muss sagen, das ist wirklich ein günstiger Preis meines Erachtens. Ich weiß nicht, wie der Neuer aktuell steht. Steht er noch bei 2? Ja, ist ein bisschen hoch wieder. Okay, 83 kommt man den Neuer. Bei 80 wäre ich all in gegangen. Der war leider immer bei 82, 83, 83, 80. Okay, 80 nehme ich mit. Ja, da kriegst du leider nicht viele unter 81. So, 80 ist natürlich Top-Preis. Den werde ich natürlich wieder für über 90 reinhauen. Der sollte eh steigen, wenn der Out of Pack geht. Wie steht der denn jetzt? Und ja, okay, der kostet sogar, okay, der kostet sogar jetzt schon 87, 88. Und wir haben den für 80k gesniped. Also, ihr könnt mit Snipen aus, sehr, sehr viele Coins machen. Und man muss noch sagen, die Leute, die Neymar haben, also so eine Frechheit eigentlich. EA hat einfach den Preis halbiert von der Karte, ne? Ihr seht das hier, der kostet 150.000. Letztes Jahr, ich habe das geguckt, der hat letztes Jahr beim Tots so viel gekostet wie jetzt. Ihr seht das, für 160 kriegst du den nicht mal weg, glaube ich. 150, 155, 160 wahrscheinlich, genau. Ja, um die 160 kostet ein Neymar. Ist halt eine Frechheit, dass die SBC, im Nachhinein muss man das sagen, gestern habe ich natürlich Video hochgeladen, die SBC ist top. Im Endeffekt hätte die SBC dreimal so teuer sein müssen oder doppelt, mindestens doppelt so teuer. 250k, viel zu billig, muss man sagen. Die hätte mindestens bei 500 liegen müssen. Dann wäre der hier auch nicht so getroppt und der Rest wäre auch nicht so getroppt. Aber die schenken den jedem. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Neymar jetzt spielt. Es würde mich wundern, wer die Karte nicht macht. Ich mache ihn halt nicht, weil ich ihn rot habe, aber sonst würde ich den auch machen. Es ist ja eine geschenkte Karte für so eine gute, schnelle Karte. Kann man nicht viel verkehrt machen. Ja, Freunde, das wäre es mit dem heutigen Trading-Video gewesen mit meinen Rewards, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Däumchen nach oben da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.